Servus, ihr Apple. Knochen wieder hier. Die A6M5. Otsu. Ja. So, Einsatz vorbei. Das passiert mir immer häufiger. Ich glaube, ich werde irgendwie fertig. Ja. Wenn man schon über 20 ist, ich glaube, da wird man zu alt für dieses Business. Das ist ja kein Business. Wenn ich was verdienen würde, wäre es wohl ein Business. Ja. Schönes Jagdflugzeug. Bei den Japanern. Battle Rating habe ich gerade gar nicht im Kopf. Weil ich war jetzt ein bisschen unvorbereitet hier. An die Sache rangegangen. Oder bin gerade. Ich fliege erstmal ein bisschen außen rum, so wie ich es ja öfter mache, denn ich will mich nicht gleich da reinhämmern. So. Wie oft bei diesen, ja, wie nennt man das hier? Capture the Base, Capture the Points, wie auch immer. Modi. Die roten fliegen auf eine Seite, die meisten blauen fliegen auf die andere Seite und irgendwo dazwischen sind ein paar, die ausscheren. Und irgendwann klatschen alle aufeinander und rammen sich gegenseitig runter. Das heißt, man braucht auch ein paar Flugzeuge hier. Ich versuche aber so lange wie möglich mein Flugzeug zu behalten. Und muss mal gucken, wenn ich mir jetzt hier rauspople, vielleicht die Firefly. ME410. Hurricane und Onata. ME410 ist für mich natürlich vorteilhafter, weil die langsamer ist. Und ich habe ein relativ großes Kaliber. Sollte die also. Hier. Man hört es auch. Das ist echt Gold wert. Wurde der jetzt abgejagt? Wurde abgeschossen. Weil oft ist es so, dass die Leute einfach. Das haben sie gerade vor allen Dingen früher häufiger gemacht, dass sie einfach das Flugzeug verlassen haben. Und dann wurde halt kein Kill gezählt. Beziehungsweise hatten sie dann gar keine Lust mehr und sind dann auch nicht weiter reingegangen. Noch ist nicht allzu viel los. Ja, da sind ein paar rote, ein paar Gegner, die sich da drüben verpuzzeln. Vielleicht kriege ich den ja weg hier. Okay. Ja. Naja, siehst du? Das ist Skill. Das ist nicht wirklich Skill, aber. Das bot sich halt an. So, ihn jetzt hier. Ah, das war nicht so clever. Nie Head-On mit der ME410. Vor allem nie Head-On mit irgendwelchen anderen Schlachtflugzeugen. Ah, ich mach das jetzt zum Spaß hier. Alles Spaß. So, den muss ich mir jetzt aber hier irgendwie wirklich holen. So, wir haben ja schon mal zwei Flugplätze eingenommen hier. Zwei Landeplätze. Ich muss mal gucken hier, das ist gar nicht so einfach. Hier haben Kaiser Franz mitgespielt, die ist überhaupt nicht durch. Die guckt weder auf die Minimap, weil die. Oder noch nach links oder rechts, weil die kann sich einfach nicht auf so viele Sachen konzentrieren gleichzeitig. Und ich kann mir, beziehungsweise weiß ich, dass es natürlich manchmal schon anstrengend ist. So, jetzt mal ein bisschen für Verwirrung sorgen, Einsatzbefehl aktivieren. Manchmal hilft das ja was, so dass sie sich irgendwie entweder mehr anstrengen, beziehungsweise irgendwie noch verrückter spielen, dadurch schneller Flugzeuge verlieren und man letzten Endes dann doch, wenn man Glück hat, das eigene Team weniger Irre dabei hat, die unbedingt diesen Einsatzbefehl abschließen wollen. Ich muss mir den aber holen hier. Irgendwie, das ist so eine Frage der Ehre hier. Entweder die Ilyushin oder die Messerschmitt. Oh Gott. Ich war schon wieder in Senf. Oder? Das. Wir sind auch viele hier, die so nah. Oh shit. Komm hier. Ein Treffer nur. Also nix. Jetzt hole ich mir. Jetzt hole ich mir. Ja, oh. Oh ja, mach ich noch eine Runde, ne? Also. So ein Scheiß. Ja, bis gleich, ne? Bis gleich. Da bin ich wieder. Weiter geht's. Mögt ihr das? Wenn ich so rede. Weiter geht's mit der A6M5 Otsu. 20 mm. Ja, wusste ich doch ganz genau. Ich habe eine 20 mm am Start. Oh, schön in der Dämmerung fliegen. Das macht auch Spaß. Am geilsten finde ich mal die Nachteinsätze. Ob jetzt mit den Panzern oder mit den Flugzeugen. Sieht einfach geil aus, wie da das Feuer so aus diesen Zylindern kommt da. Ich denke, das sind die Zylinder, ja, müsste. Oder zumindest dazugehörige Teile. Ich bin ja kein Techniker. Zylinderköpfe, das könnte. Nee, Zylinderköpfe sind ja vorne. Eine Gruppe bitte. Ich werde mich erstmal
wie so oft weiter hinten aufhalten. Ich mache das nicht immer. Es kommt nur darauf an, was ich fliege oder wie mein Tag so verläuft oder ja, wie meine Laune überhaupt ist. Mit Bomber gehe ich in der Regel, beziehungsweise normalerweise runter. In der Regel klingt irgendwie komisch, weiß ich auch nicht. Da macht jeder irgendwie einen dummen Witz. Woman 510, komischer Name. So, wir hören schon ein Gebiet. Was steht da, Romanian, was? Ich mache noch einen Einsatzbefehl klar hier. Die helfen wirklich manchmal, weil selbst ich bin mal diesen Einsatzbefehl auf den Leim gegangen, als ich darum ging, die höchste Punktzahl zu haben in der spezifischen Zeit, beziehungsweise die meisten Bodeneinheiten abzuhämmern. Das mache ich dann schon mit. Oder ja tatsächlich auch mal hier so ein Ziel mir zu krallen. Aber manche sind nicht gerade doof, die bleiben dann zwischen ihren Leuten, da wo die meisten aus seiner Gruppe sind. Und all die Gierigen, die werden natürlich dann gnadenlos weggeschossen. Ne? Der versucht dann einfach nur zu überleben, bis das Ziel gewechselt hat. Ja, komm. Ich gebe zu, wenn es klappen würde, würde ich ihn mir holen, aber. Das ist einfach zu knapp jetzt hier. Mein Treffer. Na komm, das gibt's doch. Ja, scheiße. Oh, Chance verpasst. Ich glaube, das war auch die einzige, die ich hatte. War jetzt ein Kollege, der mich hier geballert hat oder was? Ich krieg eine Abschusshilfe. Das ist so dusselig. Ey, Gunjet, echt jetzt. Ich krieg eine Abschusshilfe für ein Ziel, welches schon abgeschossen war. Und ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich meine, der konnte eh nicht mehr wehren. Von daher so unsinnig, dass ich eine Abschusshilfe bekommen habe. Eigentlich hätte ich gar nichts bekommen sollen. Ich finde, die sollte man, ich sag mal, sozusagen komplett ausgrauen und so, dass auch gar keine Punkte mehr an dem abstürzenden Flugzeug da gemacht werden könnten. Und wenn er als Abschuss gezählt wurde, dann leck mich am Arsch, dann ist er weg. So, das ist zum Beispiel eine andere Sache. Den habe ich kaputt geschossen und juhu! Ja, man sieht ja wieder das absolute Gemetzel hier. Das sind halt diese Karten, wo wirklich nur ein Ziel zu erledigen ist, und zwar beziehungsweise zwei. Entweder alle wegnieten hier oder sich diesen verdammten Flugplatz zu holen hier, diesen verdammten Scheiße, was war das denn? Ich muss ein bisschen aufpassen, gerade wenn da andere dazwischen sind, dass ich die nicht abschieße, denn ich bin nicht wirklich geil drauf, um Teamkill zu bekommen. Oder gezählt zu bekommen. Den könnte ich ja vielleicht doch noch hier. Abschusshilfe ist okay, besser als nichts. Ja, 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 jetzt bin ich gefuckt in der Ass. Aber was ich an den japanischen Jagdflugzeugen. Heilige. Ja, von hinten, ich weiß. An den japanischen Kampfflieger mag hier, also an den Fightern, ist die Wendigkeit. Also, man kann sich jedenfalls nicht beschweren, dass die japanischen Kampfflugzeuge irgendwie zu leistungsschwach oder zu feuerarm sind. Die haben meistens ein ziemlich gutes Kaliber, sind wirklich schnell und sehr wendig. Das hat man nicht immer bei jeder Nation, bei jedem Flugzeug. Scheiße, ich kann mich nicht lange genug an das Ziel heften hier. Wenn irgendein Lappen hinter mir ist, du blödes Sau, verreck doch. Oh, das gibt's doch nicht. Ach, er hier, guck mal. Oh, meine Bf 110. No. War er wohl sauer, dass ich ihn kaputt gemacht habe, ne? Okay, egal. 738 Punkte. Verdient. Mit Bf 110 fand ich auch mal ziemlich geil. Was habe ich nicht abgeschossen mit dem Scheißding? Wirklich. Also insgesamt war es jetzt nicht so knallerhaft hier, was ich bisher geleistet habe. Aber man kann sich ungefähr ein Bild davon machen. Finde ich. Ja, zum Beispiel mit dem Bomber hier. Da weiß man ganz genau, der ist absolut nicht wendig. Das ist wirklich so ein Brett in der Luft. Genauso wie die britischen Bomber. Also nicht zu vergleichen zum Beispiel mit den russischen oder den amerikanischen, die ziemlich wendig sind. Also eher wie Schlachtflugzeuge.
versuche jetzt irgendwie vielleicht noch hier und da eine Bodeneinheit mitzunehmen und hoffe, dass meine Schützen ein bisschen was abknallen. Ich meine, ich habe hinten auch, wenn ich mich nicht täusche, 20 mm an Bord. Ich habe diverse 792er, 12,7 habe ich glaube ich auch. Aber ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil ich habe es echt nicht mehr im Kopf. Scheiße, nicht so clever. Oh ja, die Einheit hier noch, ja komm, drei Bomben auf eine, so eine verschissene Bodeneinheit. Okay, ich habe eine Abschusshilfe, irgendwen habe ich also gerade runtergeschossen. Wenn so viele hier sind, lohnt sich das überhaupt nicht, den Schützen selbst zu steuern. Das mache ich auch immer seltener mittlerweile, weil einfach zu viele hinter mir sind. Und gerade hier bei dem Modi lohnt sich das auch gar nicht, wirklich hoch oben in der Luft zu bleiben. Denn auf was soll ich denn sonst schießen? Ich meine, die Bodeneinheiten, die sind ständig in Bewegung. Hier gibt es keine Ziele, weiter irgendwelche Basen zu zerstören. Von daher lohnt sich das überhaupt nicht. Dass ich überhaupt noch am Leben bin, wundert mich, weil das sind hier echt, gerade die japanischen Bomber, voll die Reichspapierbomber. Oh ja, oh, das sieht echt nicht gut aus. Da steht zwar mal abdichtend, aber meistens dichtet sich das Leck überhaupt nicht ab. Naja, P40, eh. Was will man da erwarten? Klar, dass er ihn irgendwann runterholt. Wie kommt er auseinanderfällt? Teilweise wundert mich, ich weiß nicht, wie die Punkte hier vergeben werden. Manchmal kriege ich wirklich für lange Aktionen, auch wirklich lange Kämpfe, kriege ich weniger Punkte, als wenn ich einmal mit dem Bomber irgendwo reinheize. Und dann ist es genau wieder andersrum. Dann kriege ich wieder, obwohl ich ewig mit dem Bomber in der Luft bin, alle Schützen feuern. Und das für Minuten kriege ich dann irgendwie, weiß nicht, 293 Punkte und so ein Scheiß. Ich habe das System irgendwie entweder noch nicht verinnerlicht oder ich habe schon wieder so rumgefummelt, dass ich mir ewig hätte was durchlesen müssen, was ich nicht mache, denn dafür habe ich keine Geduld. Der Feind siegt. Gegenangriff. Jetzt. So. Jetzt muss aber noch einer kaputt gehen. Aber es sieht so aus, als haben wir echt gleich verloren. Ja. Auf den habe ich nicht geachtet. Den habe ich echt nicht wahrgenommen gerade. Scheiße. Naja, das war's gewesen. So viel dazu. A6 M5. Otzo. Hat trotzdem Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Viel Spaß beim Zocken. Bis demnächst. Euer Knochen. Ciao, ciao.